Ja, Fußball ist nur ein Spiel, sagen einige. Aber davon merkt man hier heute gar nichts. Dies ist die zweifellos wichtigste Partie, wenn nicht sogar das herausragende sportliche Event der Woche. Was auch erklärt, warum hier im Stadion eine solche Festivalstimmung herrscht. Eine wunderbare Kulisse, die einfach nicht besser geht in diesem Stadion. Für alle, die gerade erst eingeschaltet haben, die Partie läuft bereits. Tunesien gegen Deutschland. Ein schwacher Pass. Fußballlegende, Top-Torschütze, Matchwinner, all das und noch viel mehr ist Lionel Messi für seine Fans. Ein Status, den er sich angesichts seiner jüngsten Erfolge verdient hat. Dem kann ich nur zustimmen. Er hat sein Können in den letzten Spielen dauerhaft und... Er versucht's einfach mal! Sneijder! Eigentlich eine ganz gute Aktion von ihm, aber diesmal fehlte eben das Durchsetzungsvermögen. Der Abschluss und viele Beine dazwischen, mindestens eins zu viel. Gutes Auge, guter Pass. Den hat er. Auf den langen Pfosten gezogen. Jetzt der Abschluss. Das ist spektakulär. Schade, dass es nicht geklappt hat. Eine grandiose, akrobatische Leistung, fast Fußball in Vollendung. Aber zu Fußball in Vollendung gehört natürlich auch, dass die Kugel reingeht. Gut gelesen, die Aktion. Absolut, richtig gutes Stellungsspiel. Mbappé. Das ist Rüdgüllet. Und ab die wilde Fahrt. David Villa. Nein, der geht drüber. Sie versuchen es in dieser Szene, man kann fast sagen, mit Gewalt. Aber sie finden nicht den Weg ins Tor. Er geht dazwischen und erobert den Ball. Das war enorm wichtig, dass er da gerade noch so rangekommen ist. Sonst wäre es möglicherweise gefährlich geworden. Und es heißt immer noch 0:0. Nein, der kann den Mitspieler nicht erreichen. Guardiola. Die Chance für David Villa. Tor für Deutschland. Die perfekte Krönung für seinen 50. Einsatz. So eng sie ihn auch zu decken versuchen, sie können ihn nicht am Schuss hindern. Villa ist ja ein Spieler, der wie kaum ein anderer seinen Körper einsetzt, der den Ball behauptet, auf engstem Raum, auch gegen mehrere Gegner, so wie hier. Er macht das Tor. Und damit steht's 1:0. Mal sehen, ob sie jetzt auch die Konzentration haben, diese Führung zu verteidigen. Das Highlight dieser Partie war bis jetzt das Eigentor. Und hier steht's 1:0. Valverde. Messi. Das ist sehr anständiges Pressingverhalten. Sauberer Vorstoß, aber am Ende haben sie ihm doch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Cristiano Ronaldo. Beckenbauer. Guardiola. Güllit. Und der Konter läuft. Pep Guardiola ist das. Da ist die Chance. Koundé. Und jetzt Goretzka. Alexander Arnold. Cristiano Ronaldo. Mbappé hat die Chance. Mbappé! Messi! Davids. Und jetzt Sneijder. Raus auf die linke Bahn. Guardiola. Davids. Und das war's schon wieder.
Valverde. Klasse Stellungsspiel, gut geklärt. Spielverlagerung auf die linke Seite. Ja, da hat der Abwehrspieler richtig gut aufgepasst. Fußball ist ja eben auch Kontaktsport. Okay, das tolle Chance! Er wird hier hervorragend bedient. Cristiano Ronaldo vergibt die Chance, nachdem er sich so stark freigelaufen hat und dann so wunderschön angespielt wurde. Riskanter Ball, würde ich sagen. Na klar, im Moment gehen sie dann eher auf Ballkontrolle und Sicherheit. Sie liegen vorne und sie würden gerne diesen Vorsprung mit in die Kabine nehmen. Guter Einsatz. Sowas sieht man immer gerne. Davids. Genauso läuft man den Gegner heutzutage an. Chilit. Schneider. Und jetzt Neymar. Ins Abseits gelaufen. Er haut ihn raus. So schnell geht Ball Rückeroberung. Mit dem Halbzeitpfiff des Schiedsrichters gehen wir in die Pause. Welches Resümee ziehst du nach den ersten 45 Minuten? Sie haben genau das gemacht, was sie auf jeden Fall vermeiden wollten. Und da haben sie sich dumm angestellt. Sie sind überflüssigerweise in diesen Konter gegen ein bärenstarkes Konterteam hineingelaufen. Deutschland hat bislang den einzigen Treffer des Spiels erzielt. Eine knappe Kiste. Wir haben jedenfalls genügend Stoff, worüber wir uns in der Pause unterhalten können. Los geht's mit der zweiten Hälfte. Ein einziges Tor macht hier bislang den Unterschied. Hier ist Schneider. David Villa, physisch enorm präsent. Kunde. Messi. Ab auf die linke Seite. Versucht ihn da zu klären. Er sieht den Laufweg seines Mitspielers. Das sind natürlich genau die Situationen, die ein Stürmer nicht liebt. Mit dem Rücken zum Tor, der Gegner ist dran. Das konnte nichts werden. Und sie holen ihn sich, Cristiano Ronaldo. Schneider. Pep Guardiola ist das. Messi. Gut hochgegangen. Guter Pass und eine großartige Chance. Wo ist die Passlücke? Es gibt keine Passlücke, also lupft er den Ball zu seinem Mitspieler. Aber der macht ihn nicht rein. Walter mit dem Fuß auf dem Gaspedal. Ein Lupfer, ja warum denn? Cristiano Ronaldo. Ganz misslungener Schuss.
stellt den Gegner ganz fair und schnappt sich die Kugel. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Kommt zwar, also viel Ball hat er nicht erwischt, das war ein klares Foul. Und dafür sieht er gelb. Auf der Bank ist Bewegung, da bahnt sich ein Wechsel an. Ein schwacher Pass. Und dann ist der Ball weg und die sehr gute Offensivmöglichkeit dahin. Richtig guter Ball, das könnte klappen. Die Idee ist da, der Plan ist okay, aber sie müssen es beim nächsten Mal zu Ende spielen. Das war schon eine vielversprechende Offensivaktion, das hätte auch klappen können. Das sehe ich ganz genauso. Messi. Wilshere. Guter Spielaufbau mit einer ganzen Serie von präzisen Bällen. Goretzka. Cristiano Ronaldo. Es geht über links. Gut vom Ball getrennt. Den Gegner. Die erste Ecke für das Team in dieser Partie. Standardsituation verteidigt und jetzt die Konterchance. Ja, dann geht's plötzlich ganz schnell in die andere Richtung. Klasse durchgesteckt. Schuss! So unkontrolliert. Okay, ein Abschluss war es, aber seien wir mal ehrlich, nicht so richtig vielversprechend. Alexander Arnold. Da gibt es gleich mehrere Optionen. Cristiano Ronaldo. Das war doch eigentlich eine vielversprechende Situation. Die anderen waren doch da. Warum bindet er sie nicht ein? Er nimmt ihn auf. Cristiano Ronaldo. Und noch eine Chance. 30 Minuten sind in der zweiten Hälfte schon gespielt. Sie liegen hinten, aber wir sehen hier ganz genau, besiegt sind sie noch nicht. Sie glauben an sich. Ball ist draußen, Einwurf. Messi. Das ist Mbappé. Gut freigelaufen. Jetzt muss ihn der Teamkollege nur noch sehen. Sie müssen es variabler gestalten und vor allem müssen sie genauer spielen. Im Moment ist da eine Menge Sand im Getriebe. Zamorano. Messi. Diesmal weit nach vorne geschlagen. Oh, ziemlich dünn dieser Pass. Das Team versucht mit Kombinationen da durchzukommen. Julie ist in aussichtsreicher Position. Er schießt aufs Tor. Die Wucht war da, aber die Präzision hat gefehlt. Der Ball ist nicht im Tor, aber es war zumindest mal ein Abschluss. Davon hat es ja bisher nicht so viele gegeben.
Substitution in progress. An der Seitenlinie ist Betrieb und alles muss bei den Offiziellen seine Richtigkeit haben. Mit ihm wird das Spiel der Mannschaft auf jeden Fall schwerer auszurechnen. Das ist überhaupt keine Frage. Er hat immer wieder dieses... Zamorano! Großartig vom Keeper. Den hat er ganz stark gehalten und das war wirklich in dieser Situation keine Selbstverständlichkeit. Nicht rein. Petit kommt zum Abschluss, macht das Ding nicht rein, auf ein neues. Wenn man sie riechen könnte, dann riechen sie sie jetzt, die Ziellinie. Den Ball abgeluchst. Ein hochinteressanter Ball. Messi. Ja, das nenne ich Timing. Der Abschluss ist aber zu harmlos. Das war ein klasse Pass, aber am Abschluss, da muss er arbeiten. Raus auf die linke Bahn. Da hat er den Überblick behalten. Da ertönt der Schlusspfiff. Das Spiel ist aus. Das Abwehrbollwerk hat dieses Spiel gewonnen. Für den Gegner gab es einfach kein Durchkommen. Die Abwehrreihen und die Torhüter waren klasse. Und das Tor kam nur zustande, weil die Konzentration...